Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit einer neuen Folge The Quarry. Ja, so, wir machen weiter mit Ryan. Letzte Folge, Ryan wurde abgestochen von Bobby. Die Alte wurde komplett das gesamte Gesicht weggefetzt. Ich hoffe, ihr habt das alle gut verarbeitet. Die Hackets sind schon um 2 Familienmitglieder weniger. Und ja, mal gucken, wie wir es jetzt mit Ryan schaffen, der ja diesen Dolch da drin hat. Ich hoffe mal, dass er das überleben wird. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen rum. Oben, so rum. Und finden was zum... Was ist das? Ein Brief auf jeden Fall. Frage ist, können wir ihn lesen? Kaylee's Brief. Kaylee Hackett's Bekenntnis schreiben an ihre Großmutter. Ich würde mitnehmen. Wir sammeln fleißig Beweise. Ich glaube, den können wir uns nicht nochmal genauer angucken oder sowas, leider. Ich glaube, hier waren wir jetzt schon. Der kam ja hier raus, ne? Genau. Und wir finden eine Tarotkarte. Wichtig. Der Tod. Der Tod. Tod. Der Tod. In jeder Form. Den Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Backe für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Ja. Na dann, Tod heißt Tod. Wir gehen hier noch nicht gucken. Ich wette, die sind nicht so weit weg. Oh! Ein Eimer. Oh. Was guckst du auch da rein? Bah, pfui. Weiß ich jetzt nicht, ob man da reinguckt. Die Tür ist natürlich blockt. Ist das hier? Na gut, okay, da ging es eh nicht weiter, glaube ich. Hier sonst noch was außer ein Schrank? Da können wir noch hin? Leerer Schrank? Was soll ich dazu sagen? Dieses Haus ist einfach nur gruselig, creepy, weird. Sucht's euch aus. So, vielleicht kommen wir ja da raus. Wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Die ist locker. Oh no! Tür versperren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein guter Moment. Weiß nicht, ob das jemand auch. Jo, das hält die bestimmt auf. Der tritt doch die Tür. Ja, okay, das war mir fast klar. Das bringt eh nichts, der steht 2 Meter hinter mir, obwohl Bobby ist mega langsam. Da geht's doch oben nicht weit. Es geht hier weiter. Zum Glück läuft Bobby wie der fucking Terminator langsamer als sonst irgendwas. Ich meine, Ryan hat einen Dolch. Der ist mega verletzt. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Selber Wichser. Oh.
Oh Gott, jetzt sind wir Laura. Rennen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer hinter ihr ist. Ja, wir wollen dich ja nicht aufspießen, Schätzlein. Junge, kann die sich teleportieren? Cool. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe halt nur so ein bisschen Angst, dass nicht irgendwo der Alte mit der Flinte irgendwo steht. Ich meine, Bobby kann sie entwischen, sie ist zumindest nicht verletzt, aber... Alter, das ist echt, also... Hier steht ein Flügel, das ist so klischeehaft, ein Flügel mitten im Nirgendwo. Wahrscheinlich spielt sie noch drauf. Nein, warum sollte ich drauf spielen? Ja, komm, wir spielen drauf. Ehrlich? Ey, wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen, ne? Das hat ja bestimmt keiner gehört. Ich meine, das Haus ist ja riesig. Gibt es hier echt Bären? Anscheinend. Und ein Bär hätte wahrscheinlich gar keine Chance gegen so einen Werwolf. Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Okay. Hier haben wir zwei Fragezeichen. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet hier. Hier auch noch ein Fragezeichen. Naja. Ja, ich würde aber auch mal sagen, Bär hätte jetzt gegen Werwolf halt gar keine Chance, ne? Also... Und deswegen ist es ja auch so ein bisschen... Der Alte ist doch hier irgendwo. Ich bin mir ziemlich sicher. Und wenn nicht, dann Bobby irgendwo. Travis hätte ich jetzt kein Problem, wenn der mir über den Weg laufen würde. Weil ich glaube, Travis ist nicht mal... Der will die nicht umbringen. Ich weiß ja nicht, wo ich langlaufe, ob das richtig ist. Die Sonne. Die Sonne. Die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht vorbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wird wieder aufgehen. Und der Werwolf wird verschwinden. Macht die auch was? Alter Falter! Ihr wollt nicht wissen, wie Flur es ist. Geil! Ich stehe das gerade so voll, guckst aus dem Fenster und plötzlich siehst du da so eine alte Schreckschraube da. Ist sie noch da? Ich stand ja rechts. Ah. Nee. Ich habe kein gutes Gefühl. Der Alte hat Bock. Jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Ich habe bei den Quick-Times-Events immer so Schiss, dass ich was verkacke.
ist nicht. Oh, Licht! Rennen. Ich habe jetzt keinen Bock, den irgendwie wegzutöten. Geh einfach ab. Mach's Licht. Mach, geh doch weg! Mach's Licht aus und renn! Ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen? Oh no. Ich würde mal sagen, der ist wieder frei. Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Schieß schon. In die Fresse. Sie hat Kelly einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Sag ich ja, Travis ist der einzige Normale bei denen irgendwo. Weil wir alle kennen Bobby, der ist doch, der zieht das Ding doch innerhalb von 4 Sekunden, nimmt er den Schrank einfach hoch und schmeißt ihn einfach weg. Ja, sag ich doch. Boah, der blutet auch schon durch, egal ob das Messer drin ist oder nicht, aber ich glaube, es war die beste Entscheidung, das Messer wegzunehmen. Boah, obwohl er so langsam ist. Zum Glück geht alles nach links, wirklich. Ah, da! Hab ich dich erwischt? Schmiechen. Oh, fuck. Ja, Bobby ist sauer. Der hat gerade seine Mutter verloren. Der sieht mich jetzt bitte nicht. Der hört mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht sogar richtig eng wird mit dem Luftanhalten. Ich finde insgesamt, die können alle gut die Luft anhalten. Oh mein. Wahrscheinlich kommt er jetzt so BAM! Nein, Ryan ist gefühlt halb tot. Ja. Oh, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Was für Zustechen? Was bringt mir das? Bitte. Du Messerdieb! Ja. Oh! Laura! Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an! Travis! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan. Oh. Wie schlimm ist es? Schlimm. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ah, es ist nicht deine Schuld, ich wollte es nicht sagen. Ah, die haben so eine Connection, ich will das jetzt nicht kaputt machen, also komm. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen.
Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht, vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir heraus... brechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Na, der wäre ja dämlich, wenn er ablehnen würde. Sorry, also für keinen Menschen dieser Welt. Obwohl, natürlich, klar, wenn sie Chris Hackett nicht erwischen, würde der Fluch nicht gelöst. Also wäre der Fluch bei Max nicht ab, weil wir wissen ja alle, Max wurde von Chris gebixen. Nick, keine Ahnung. Nick wurde von wem auch immer gebissen. Könnte auch Chris Hackett gewesen sein, wir wissen ja nicht, wo der ist. Von Katie wurde er ja anscheinend nicht gebissen, sonst wäre er nie, wäre es ja nie ausgebrochen worden. Also wäre da jetzt immer noch, ja, was übrig, aber wir nehmen an. Kein Bock rein zu verlieren. Weich und saftig für dich. Ich glaube, so schlimm ist das nicht. Komm jetzt. Nein, wir ziehen nicht weg. Ja, reicht doch. Okay, 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 okay. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Also Ryan ist jetzt auch infiziert, macht's nicht besser. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar.
Ja. Also. Wird interessant, ne? Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwas finden werdet. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Aber Lärm ist doch besser gegen Werwölfe. Ich meine, die haben doch ein sensibles Gehör. Für laute Frequenzen. Na gut. Ich dachte, da wäre was, ne? Sah so aus, oder? Der Schimmerschein. Tschö, wie neblig das auch ist jetzt, ne? Wir reden vom 23. August. Der Schrottplatz ist ja riesig. Ich dachte, da liegen der Leiche, no joke. Hier war nix, glaube ich. Das Problem ist ja, dass da eigentlich Licht angeht, ne? Eigentlich sieht uns ja jeder, gefühlt. Ah, was haben wir denn hier? Not bad. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, gehen wir. Ey, wäre zumindest in einer Dokumentation drinnen, ne? Wir gucken uns noch ein bisschen um, Caitlin. Ich hab gar nicht das Auto hier überprüft, obwohl der ist komplett auseinandergenommen worden. Mensch, Caitlin. Der ist also komplett entspannt. Ne? Der läuft auch komplett entspannt. Kannst nicht ein bisschen schneller mit dem laufen oder so. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Das wundert ja auch keinen. Ich meine, klar. Fakt des Monats, ein durchschnittliches Auto besteht aus mehr als 30.000 Einzelteilen. August 22, Vollmond, steht da nicht, warte mal. Ah, doch. Wir haben ja eigentlich schon 23. Normalerweise müsste doch dann eigentlich der so langsam mal weggehen, oder? Schrottplatznotiz. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher eintragen zu lassen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss etwas gegeben, das sonst niemand erfahren soll. Hier muss es etwas geben. Ah, so, okay. Wer ist T? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Also ich bin mir ziemlich sicher, ist, wer T ist, und ich gehe von aus, das war Travis, logischerweise, und das Auto, was nicht in den Büchern auftauchen sollte, war wahrscheinlich das Auto von Max und Laura, was man natürlich verschrotten hat lassen. Also ich meine, das hat er ja, glaube ich, auch gesagt, Chris, glaube ich, hat er das ja gesagt. Caitlin, wo läufst du hin? Bisschen los ist er auch. Wir gehen nochmal nach hinten hin. Vielleicht ist da ja irgendwas. Eine Tarotkarte. Man weiß ja nie. Schrott. Ist hier nur alles Schrott.
Bewegungsmelder. Ja, cool. Wo gehen wir lang? 1, 2, 3 Wege. Wir gucken uns mal hier um. Das ist ja auch keine Taschenlampe. Ich habe immer das Gefühl. Das ist nicht gut. Ich sehe nichts. Ich möchte darauf hinweisen, ich sehe wirklich nichts. Es ist pechschwarz. Boah, danke. Danke fürs Licht. Wirklich. Super. Danke. Wirklich. Ich bedanke mich für das Licht. Hier geht's irgendwo hoch. Warten wir nochmal. Vielleicht finden wir noch irgendwas auf dem Boden. Obwohl, komm, geht da erstmal einfach hoch. Man kann ja jederzeit wieder runter. Ah, jetzt geht's schneller. Sehr schön. Es geht wahrscheinlich dann nicht, wenn du die Treppe hochgehst. Anscheinend. Ich knarrt es überall, Alter. Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Ja, ich meine, der hat ja noch Laura an seiner Seite. Aber seid wenigstens nicht so dumm und geht wenigstens in Zweierteams raus und geht nicht irgendwie so, oh, lass mal alleine, voll die gute Idee. Also, so dämlich seid ihr ja dann doch nicht. Licht, es werde Licht. Caitlin, lass uns so ein bisschen umschauen. Ich meine, ja, wir wollen abhauen, aber so ein bisschen umschauen ist ja auch noch drin, oder? Alter, ist hier überhaupt ein System oder schmeißen die einfach überall alles hin? Also ich sehe kein System. Falls jemand ein System erkennt, der kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich sehe hier kein System, es ist einfach nur überall... Schmeiß, schmeiß, schmeiß. Hä, wieso kein Bing? Hat der kein Bing? So pff, wie die anderen? Hier geht's auch nicht mehr weiter. Okay, hier sind sehr viele Plattformen. Also Container, sagen wir mal so, Plattform, wenn ich höre. Ich habe hier so ein ungutes Gefühl bei diesem Schrottplatz. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Geh doch wieder an, ich stehe direkt vor dir. Dankeschön. Mach keinen Lärm, hat sie gesagt, ne? Viel ist hier nicht, ne? Also hier geht eine Plattform runter. Ich glaube, hier sind wir wieder am Anfang, oder? Ja. Ja. Dylan möchte sich halt umschauen. Ich möchte das auch, also. Hier geht's halt wieder nicht weiter, mein. Das kann doch kein Zufall sein. Hier kannst du nicht die ganze Zeit klappern irgendwo. Im Hintergrund. Ja, geil, noch ein Rabe. Weil Baba Yushka ist auch nicht weit. Und es war mir so klar, irgendwo muss eine Tarotkarte sein. Das Gericht, ein Urteil wird gesprochen, das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Die Karte sieht cool aus, muss ich sagen. Hat Stil. Sehr schön, Licht, aber ich meine, das strahlt ja nicht mal annähernd die Hälfte. Oh mein Gott. Wie gesagt. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich finde, das hier ist so ein großes Nichts, ne? Muss man jetzt auch mal sagen. Ich gehe jetzt mal hier erstmal da hinten hin.
Hier kommen wir auf jeden Fall zum Auto, wo wir das jetzt mal nicht hingekommen sind. Ist das nicht das Auto von Max? Sieht so aus, ne? War ja so ein alter Haufen. Oh, Caitlin, du bist ja auch da. Hey, ich hab dich fast vergessen. Du hast die Schrotze, eigentlich müsstest du vorne weggehen. Weggeworfene Schilder. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen, der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verworben sind, liegen sie hier schon sehr lange. Was ist das? Dele. Aram Scarum. Siehst du das, Caitlin? Boah. Caitlin dachte sich so, I don't give a fuck. Der ist komisch. Sie kann dir den Weg weisen. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir von ihr den Weg zeigen lassen wollte. Naja. Juti. Was wir jetzt machen, ist die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Dylan und Caitlin auf dem Schrottplatz des Todes. Vielen Dank und ich bin raus und tschüss.